Show. Dietmar Wischmeier hat für uns einen typischen Eingeborenen getroffen. Ja, moin, da ist es, ne? Ja, hinterm Stadion fängt es an, Niedersachsen. Ne? Könnte man jetzt noch weiter reingehen, aber sieht überall gleich aus. Ja, ich habe meine Karte mitgebracht, da ist Niedersachsen komplett drauf. Hier sehr schön zu sehen, die A7. Die Eingeborenen, die leben da von den Abfällen, die der Schwede so aus dem Fenster schmeißt, wenn er die Autobahn Richtung Süden fährt. Ne? Da müsste Hannover liegen. Ist hier nicht eingezeichnet, lohnt sich nicht. Ja, 60 Jahre SPD-Regierung hinterlassen ihre Spuren. Ne? Außer Verdi-Zentrale, alles im Arsch. Der größte Teil von Niedersachsen ist Güllefläche. Irgendwo muss die Scheiße hier hin von den 7 Millionen Schweinen und noch mehr Hühnern. Sturmfest und er erwachsen. Heil, Herzog, Wido, Windschwamm. Jo, ich sag mal so, egal wo du bei uns buddelst, ne? Stößt du hier auf wertvolle Rohstoffe aus dem Atomzeitalter, die die Gesichter der Eingeborenen erstrahlen lassen. Das ist der Obersalzberg, da hat der Führer Eva Braun flachgelegt, aber das ist eine andere Geschichte. Antike und Hochtechnologie, wie der moderne Datenspeicher da hinten, reichen sich bei unserem Bund. Ey, sag mal, wir drehen hier für die Heute-Show. Reichen sich in unserem Bundesland die Hand, wollte ich sagen. Ja, Niedersachsen, das sind noch richtige Männer. Titten gucken. Nicht so grüne Sitzpisser oder bayerische Frauenversteher, die hauen noch mal so richtig auf den Putz. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt. Ja, soweit erstmal. Wollen Sie unser schönes Bundesland mal erleben, zum Beispiel bei einer Wattwanderung oder... Schniedel gucken. Ja, dann kommen Sie doch mal vorbei zu einer Halbtagesfahrt Niedersachsen komplett, inklusive eine Dose Original Oldenburger Schweineklötensuppe für insgesamt 19,45. Das mache ich über Weihnachten. Dietmar Wischmeier traf einen niedersächsischen Eingeborenen. Vielen Dank.